Ja, hallo und sorry, ich bin ein bisschen spät dran mit dem Märzrückblick. Aber ich hatte einfach anderes zu tun. Ich bin nicht dazu gekommen. Für den angekündigten Systemwechsel zu Sony hatte ich auch keine Zeit. Deshalb bin ich jetzt halt doch bei Pentax geblieben. Ja, kann ganz gut damit leben. Wer das Video zum ersten Mal Bill gesehen hat, hat wahrscheinlich auch das hier gesehen. Vielleicht nicht ganz bewusst, aber ja, da ist es endlich. Das Objektiv, von dem ich seit ungefähr 15 Jahren träume, das Pentax 77 mm Limited, genau rechtzeitig vor dem Urlaub angekommen. Ja, das legendäre Porträtobjektiv von Pentax. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wozu braucht ein Landschaftsfotograf ein Porträtobjektiv? Ja, um Landschaften zu porträtieren. Oder die Straßen von Glasgow. Da zeige ich gleich noch ein paar andere Bilder aus Schottland. Auch mit anderen Brennweiten, aber ich hatte euch ja hier versprochen, ein paar rationale Gründe für die Anschaffung dieses Objektivs zu liefern, und das mache ich jetzt natürlich. Ich meine, andere Leute nehmen ein, was weiß ich, 20-fach Zoom-Objektiv in den Urlaub mit. Ich bleibe bei meinen Festbrennweiten, und ich hatte ja vorher schon 50 mm und dieses hervorragende Sigma 105 mm Objektiv und noch nichts für die Lücke dazwischen. Und 85 mm, das wäre ein bisschen zu nah an 105 gewesen, aber 77, das passt einfach wirklich genau mitten rein in diese Lücke. Also gibt es bei keinem anderen System, glaube ich, so ein 77 mm Objektiv. Ja, gut, dass ich bei Pentax geblieben bin. Und außerdem hat dieses Teil einen Blendenring, ist also uneingeschränkt kompatibel mit Analogkameras und gleichzeitig Autofokus, Blendensteuerung, alles, was man halt so digital brauchen kann. Es eignet sich schon ganz gut für Bilder von den Straßenzügen von Glasgow zum Beispiel, aber eigentlich war das nicht der Haupteinsatzzweck, für den ich das vorgesehen hatte, sondern es sollte eher in diese Richtung gehen. Das sind jetzt Bilder, die mit diesem 50 mm Objektiv aufgenommen sind, das bei Offenblende einfach eigentlich keine Schärfe liefert. In dieser Größe fällt es jetzt weniger auf, aber ja, diese 77 mm hat einen ähnlichen Schärfebereich bei Offenblende, aber eine deutlich bessere Schärfe. Und ich finde, das sind jetzt schon genug rationale Gründe, um die Erfüllung dieses alten Traumes zu rechtfertigen. Und damit komme ich, wie versprochen, zurück aufs Thema Urlaubsfotografie, denn ja, ich war im März tatsächlich im Urlaub. Es ging nach Schottland, und es war nicht meine Idee, denn in Schottland ist auch im März Vorfrühling, genau wie hier, also die schwierigste Jahreszeit für Landschaftsfotos. Okay, das lasse ich jetzt drin. Die Initiative ging von meiner Frau aus, und was sie vor allem gereizt hat, war das Kulturangebot von Glasgow, beziehungsweise eine bestimmte Veranstaltung, die eben gerade zu dieser Zeit stattgefunden hat. Und als sie den Vorschlag gemacht hat, war ich natürlich gleich dabei, denn nach dem Wochenende in Glasgow ging es weiter in die Cairngorm Mountains, und die Landschaft dort ist schon der Hammer. Aber ich wollte natürlich die gesamte Urlaubszeit nutzen, um Fotos zu machen und nicht nur die paar Tage in den Highlands. Und deshalb habe ich mich auch in Glasgow so gut wie möglich fotografisch beschäftigt. Und ja, das hat sogar unerwartet gut funktioniert. Meine letzte Urlaubsreise, also letztes Jahr, die ging ja unter anderem nach Venedig. Und wenn ich die Wahl hätte, Glasgow oder Venedig, ich würde mich ohne zu zögern für Glasgow entscheiden. Natürlich ist zweifellos Venedig die schönere Stadt, aber Glasgow ist für mich als Fotograf vor allem die interessantere, denn in Venedig da, ja, gibt es keine Ecke, die nicht schon mal von einer Million Touristen fotografiert wurde. Und ja, jeder Tourist fotografiert diese Perspektive und die hier, und es gibt jeden Tag tausende Aufnahmen von diesen Spots. Und in Glasgow, da gibt es keine ikonischen Fotospots. Da gibt es eigentlich keine echten Sehenswürdigkeiten für Touristen. Und gerade das macht die Stadt für mich als Fotograf interessant. Da muss man sich seine Motive selber suchen, aber das bedeutet eben auch, dass man Bilder macht, die eben nicht jeder macht, der dort ankommt. Angekommen sind wir da übrigens an einem Samstagabend, und da haben wir die Innenstadt gleich von ihrer stressigsten Seite erlebt. Also Glasgow ist wirklich eine der anstrengendsten Städte, die ich bisher erlebt habe. Gut, ich war noch nie in New York oder irgendwelchen sonstigen Mega-Metropolen, aber ja, Glasgow ist schlimm genug. Also die gesamte Innenstadt besteht aus
Häuser, Schluchten und viel befahrene Straßen. Also es gibt so gut wie keine verkehrsberuhigte Straße dort und eben nur Straßenautos, kein Grün, und auf den Gehwegen quetschen sich dann die Menschenmassen, und überall laut, überall dreckig, überall einfach nur anstrengend und hässlich. Zumindest samstagabends. Aber nach jedem Samstagabend kommt ein Sonntagmorgen. Und sonntagmorgens erleben das völlige Kontrastprogramm. Da sind die Straßen so gut wie ausgestorben. Also keine Autos unterwegs. Man kann sich mitten auf die Straßen stellen und ganz in Ruhe fotografieren. Und in der Morgensonne, da wirken diese Straßenschluchten auf einmal beinahe freundlich. Und man sieht dann doch auch noch ein bisschen was von der Architektur, die an diesem anstrengenden Samstagabend einfach untergegangen ist. Und wenn ich mich in diesem Monat wieder für ein Lieblingsbild entscheiden muss, wie ich es bis jetzt in meinen sämtlichen Monatsvideos ja gemacht habe, dann nehme ich eben auch eins von diesem Sonntagmorgen aus Glasgow mit 300 mm Teleobjektiv aufgenommen. Und okay, eigentlich ist es ja ein Klischee, so Straßenschluchten mit Teleobjektiv. Aber so richtig klischeehaft ist es ja eigentlich nur, wenn man sowas in San Francisco macht. In Glasgow macht das ja niemand. Und ja, ich mag dieses Bild, weil es eben eine authentische Stadtansicht von Glasgow ist und diese Stadt, wie gesagt, eigentlich alles andere als schön ist und das Bild aber trotzdem einen ästhetischen Wert hat, also ansprechend ist durch diese Morgensonne und die warmen Farben und die leeren Straßen. Und das ist definitiv ein Bild, wie ich es normalerweise, also von hier aus in der näheren Umgebung, so nicht machen kann. Und ja, selbst die meisten Einwohner von Glasgow haben ihre Stadt wahrscheinlich selten so gesehen. Also für diesen einen Morgen hat sich die Urlaubsreise fotografisch beinahe schon gelohnt, aber danach ging es ja erst in die eigentlich interessante Region, die Cairngorm Mountains. Und da waren 4 Sonnenaufgänge vorgesehen. Also das Wetter war tatsächlich, zumindest sah es am Anfang so aus, beständig hochdrucklastig, und 4 Sonnenaufgänge sollten auf jeden Fall drin sein. Und das Schöne an dieser Gegend ist ja auch, das ist ebenfalls eine Landschaft, in der man sich seine Motive als Fotograf weitgehend selber suchen muss. Denn obwohl die Landschaft dort so beeindruckend ist, fotografiert sie zumindest von Landschaftsfotografen hierzulande, die nach Schottland reisen, so gut wie niemand. Denn die konzentrieren sich alle auf die Motive, die halt jeder mitnimmt. Auf der Isle of Skye vor allem, also Old Man of Dore und die Quirrain-Aussicht und dann noch zum Leuchtturm von Neath Point und so. Ich verstehe es nicht. Also ich finde es einfach viel befriedigender, wenn man sich die Motive selbst gesucht hat und dann gelungene Fotos davon mitnimmt, die sonst eben nicht jeder hat. Das hier zum Beispiel war gleich am ersten Morgen ein See namens Loch Garten. Es klingt wie der schottische Name für einen Gartenteich, aber ist schon ein bisschen größer und man sieht im Hintergrund schön die Cairngorm Mountains. Und ja, es ist nicht so spektakulär, aber war doch ein gelungener Auftakt für die paar Tage in den Highlands und dann tagsüber. Da ging es dann noch ein paar potenzielle Motive für die nächsten Tage besichtigen. Das hier zum Beispiel Loch an Eyeline, und das ist ein perfektes Motiv für Landschaftsfotografen. Also wie extra arrangiert. Also es ist mir unbegreiflich, warum das noch nicht zu so einem klassischen Hotspot geworden ist. Denn also morgens sollte dann hier von links so Sonne, Streiflicht auf die Burg fallen und das muss einfach der Hammer sein. Und das war dann schon mal fest eingeplant für einen der nächsten Sonnenaufgänge. Dann ging es noch direkt weiter zu dieser Aussicht hier mit 3 kleinen Löchern, und hinter diesen Bergen im Hintergrund sollte dann morgens die Sonne aufgehen und auch ein wunderschönes Licht produzieren, und wenn dann womöglich noch ein bisschen Nebel unten drin liegt, ja, perfekt. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich mir dann gedacht, so, das nächste Monatsvideo eben mit diesen Bildern hier, das setze ich unter das Motto, wie man einen perfekten Fotourlaub plant. Ja, wie man sieht, hat das Video jetzt doch einen anderen Titel. Und das liegt unter anderem daran, dass die Wettervorhersagen in Schottland nicht so zuverlässig sind, wie man sie vielleicht von hier aus kennt. Also ich habe damit gerechnet, dass es eben 4 Sonnenaufgänge gibt. Am Ende gab es eineinhalb. Am zweiten Morgen bin ich eben zu dem Aussichtspunkt über den 3 Löchern gefahren, und ich hatte mich dann doch nicht so genau erkundigt, wo die Sonne exakt aufgeht. Sie ging genau hinter dem höchsten Berg auf.
was jetzt für den Bildaufbau suboptimal war. Und außerdem, ja, musste ich ewig warten, bis die Sonne endlich da war. Und so war sie dann schon einigermaßen grell. Allerdings wieder nicht so grell, weil es auch enorm dunstig war. Also es hat, naja, alles nicht so ganz gepasst, wie ich es gern gehabt hätte. Ich habe dann schon noch das eine oder andere Bild mitgenommen, aber es war dann eben doch nicht so ideal. Aber es waren ja noch zwei Sonnenaufgänge übrig, dachte ich. Naja, es gab dann zweimal hochnebelartige Bewölkung. Und ich war dann halt doch nochmal an diesem Loch an Eilein und ja, habe halt dieses Bild hier mitgebracht. Und wenn ihr euch dieses Bild jetzt anschaut, dann denkt ihr vielleicht, naja, so schlecht war das Licht ja gar nicht, oder? In Wirklichkeit sah es eigentlich eher so aus. Und das ist das wesentliche Problem an der Urlaubsfotografie. Man kann sich das Wetter nicht aussuchen und man muss die Motive bei den Verhältnissen nehmen, die man jetzt eben gerade hat. Und allzu viele Fotografen gehen dann her und basteln sich dann ihre Lichtstimmung nachträglich zusammen mit viel selektiver Bearbeitung und was auch sehr gern gemacht wird, ist, die Ränder extrem abzudunkeln. Also ich habe hier über dieses Bild einen Radialfilter gelegt mit vier Blendenstufen, Belichtungsunterschied von innen nach außen. Also das hat nichts mehr mit den realen Lichtverhältnissen zu tun. In der Mitte dann noch stark aufgehellt, Kontrast, wärmerer Weißabgleich und so, dass es so ein bisschen so aussieht, als wäre da doch ein bisschen Licht draufgefallen. Und ja, das sind alles Tricks, die ja, sehr viel angewendet werden von Landschaftsfotografen, die viel reisen. Und das sind halt oft doch erfahrene Fotografen, ambitionierte Fotografen und auch welche, die kommerziell was zu verlieren haben. Und die gehen da nicht so billig mit Luminarhimmel austauschen ran, sondern eben die wenden alle Tricks an, die sie auf Lager haben, um das Bild so zu bearbeiten, dass es gerade noch glaubwürdig aussieht für die Mehrheit der Betrachter, aber ja, eben oft nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Also gerade diese stark abgedunkelten Ränder und diese selektiven Pseudo-Lichtstimmungen da. Wenn man weiß, worauf man achten muss, dann fällt einem das auf. Den meisten fällt es eben nicht auf. Wahrscheinlich wäre es den meisten auch überhaupt nicht aufgefallen, wenn ich dieses Bild so veröffentlicht hätte. Wahrscheinlich hätten es mir die meisten geglaubt, aber was habe ich davon, wenn ich ein Bild veröffentliche, hinter dem ich selber nicht stehen kann, was einfach nicht das zeigt, was ich erlebt habe. Also das Erlebnis ist schon auch, naja, nicht nur ein Teil der Fotografie, sondern eigentlich für mich das Wesentliche an der Landschaftsfotografie. Und ich will einfach nicht nach so einem enttäuschenden Erlebnis mir so ein Bild zusammenbasteln und den anderen und mir selbst irgendwas vorgaukeln. Dafür fahre ich nicht in den Urlaub. Wenn ich dort 2 oder 3 Wochen Zeit gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich von diesen ganzen Motiven, ja, meine perfekten Bilder machen können. Aber in 4 Tagen keine Chance. Und das ist eben der wesentliche Vorteil daran, wenn man sich seine Motive bevorzugt in der näheren Umgebung des eigenen Wohnorts sucht. Da kann man ein Bild auch immer wieder machen, bis es mal passt. Man kann es auch jahrelang immer wieder versuchen, bis es endlich mal so aussieht, wie man es gern hätte. Ich habe ja, wie im letzten Monatsvideo erwähnt, Jahr für Jahr mit meinem floralen Endgegner, dem Merzenbecher, gekämpft. Mit dem regelmäßigen Versuch, diese Blume, beziehungsweise ja, einen größeren Bestand dieser Blumen vernünftig in ein Landschaftsfoto einzubauen und bin Jahr für Jahr dran gescheitert und jetzt, diesen Monat, diesen März, hat es endlich geklappt. Ich habe dieses Bild hier gemacht und das ist unendlich viel befriedigender als ein zusammengefaktes Pseudo-Licht-Landschaftsbild aus den Highlands oder von sonst irgendeinem Foto-Hotspot. Also dieses Merzenbecher-Landschaftsbild, das ist was, worauf ich mir persönlich was einbilden kann und woran ich auch wirklich eine Freude habe. Und da ich das Gefühl habe, dass dieses Video mittlerweile schon relativ lang geworden ist, verzichte ich jetzt einfach mal auf die übrigen Themen, die vielleicht in diesem Monat noch von Belang gewesen wären. Zum Beispiel den HR50 Adox-Film, der mir sehr gut gefällt und eigentlich noch ein bisschen besser als der CMS20, mein bisheriger Lieblingsfilm. Ich zeige stattdessen einfach ein paar Bilder, die ich auf diesem Film aufgenommen habe, zum Beispiel in Glasgow und in den Highlands und dann noch ein paar Bilder von hier aus der Umgebung und von der Schwäbischen Alb und vom Oberrhein und ich laber jetzt nicht mehr lang drum rum. Hier die Bilder und bis
bis zum nächsten Video. Tschüss.